Und damit hallo und herzlich willkommen zum Market Briefing von TradingPortal.net. Zuvor wie immer der Hinweis an unser Gewinnspiel: Wer dabei sein möchte, einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren, ein Like da lassen und ein Kommentar und ihr seid im Lostopf am Wochenende für die Auslosung mit dabei. Aber kommen wir zum Marktgeschehen. Die Indizes sind ja schwach in die neue Woche gestartet. Der DAX minus 3,6%, S&P 500 minus 1,7%, Dow minus 2, Nasdaq minus 2. Also erstmal ein schwacher Start und jetzt gilt es aber, denn man steht relativ nah an der Klippe. Die US-Indizes haben ihre Jahrestiefs erreicht, hatten wir ja immer thematisiert im ganzen Februar. Dort braucht es Gegenwehr, dort braucht es den Doppelboden oder wir haben eine übergeordnete Umkehrformation und somit eine fertiggestellte Top-Formation im US-Markt. Auch der DAX, der hat seinen Schlüsselsupport verletzt. Dort steht er nun, dort kämpft er auch heute wieder. Alles unterhalb wird stärkere, trübt letztendlich das Chartbild mittelfristig bärisch ein und könnte uns bis in den Spätsommer dann begleiten. Also es geht jetzt richtig um was. Die US-Indizes stehen an der Klippe, ne? Da ist noch nicht so viel passiert, aber sie dürfen nicht mehr tiefer. Negative Impulse sind nicht mehr erlaubt. Wichtige, wichtige Zone, in der wir jetzt stehen, schauen wir uns gleich in den Chartbildern etwas genauer an. Nochmal zur Jahresperformance bisher. Es ist ein dunkelroter Jahresauftakt. Der Januar war bereits sehr schwach, schwach. Jetzt ist der Februar auch dunkelrot. Also um die 5% sind die Indizes Nasdaq noch tiefer, also 5% im Minus. Die Jahresperformance gestern hatte S&P 500 minus 10% angekratzt, leicht oberhalb geschlossen am Ende. Der DAX minus 7,5% als Value-Index, etwas fester. Der Dow Jones auch minus 7,5% und in der Nasdaq Growth-Wachstum. Die haben wir sowieso Probleme, nicht wegen der politischen Börsen, die wir aktuell haben und die uns treiben, sondern eben wegen der geldpolitischen Wende, die jetzt etwas in den Hintergrund gerückt ist, aber uns doch das ganze Jahr heftig beschäftigen wird. Der Nasdaq minus 15% seit Jahresbeginn. Das ist schon sehr ordentlich, aber auch hier zu sehen, ne, dass man jetzt die Jahrestiefs nochmal getestet hat. Wichtig, Jahrestiefs müssen halten, großer Doppelboden, alles noch gut. Nochmal von der Klippe gesprungen, also nicht, also in die Gegenrichtung gesprungen, nicht nach vorne. hat man sich nochmal gerettet, wäre alles in Ordnung, alles tiefer. Trübt das Bild charttechnisch mittelfristig ein, da kommt wohl einiges dann hinterher. Wir hatten heute Morgen das GfK-Konsumklima aus Deutschland deutlich schwächer ausgefallen, sind eben die Nachwehen nochmal von Corona. Aber es soll ja nun deutlich besser werden. Gestern die Bundesbank hat ja gesagt, dass die deutsche Wirtschaft vermutlich nochmal in eine technische Rezession rutschen wird. Also zwei Quartale hintereinander mit einem negativen Wirtschaftswachstum. Q4 war schon überraschend schwach. Q1 soll aber auch nochmal einen Abschwung mit sich bringen. Ja, das Konsumklima spielt ein bisschen mit in die Karten. Aber letztendlich, wir hatten die Einkaufsmanager-Indizes, die bringen eben auch die Hoffnung für den Sommer. Die Auftragsbücher der Industrie sind voll. Sie können nur nicht abgearbeitet werden, weil eben die Vorprodukte, Zwischenprodukte fehlen aufgrund der Lieferkettenproblematik, die weiterhin vorhanden ist. Aber löst sich dieses Problem, dann wird hier sicherlich der Aufschwung im Sommer untermauert. Problematisch aber auch bei den Einkaufsmanager-Indizes, der Preisdruck bleibt unvermindert hoch und dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Morgen hat die EZB ihre Sondersitzung. Mal sehen, die Falken übernehmen auch hier langsam die Führung. Mehrere Zinsschritte urplötzlich möglich, zwei nicht kein Hirngespinst mehr und auch vor allem das Ende der QE-Programme. Also die geldpolitische Wende kommt hier auch an. Momentan alles im Hintergrund, weil alle nach Russland schauen, alle schauen zu Putin, was läuft denn da nun ab? Das sind extrem politische Börsen. Wir sind nur Schlagzeilen getrieben. Gestern auch egal, welche Schlagzeile da reinkommt, politisch, die treibt es und nicht die Meldung, ob jetzt irgendwelche weiteren Zinsschritte kommen. Alles komplett im Hintergrund oder auch Konsumklima, alles nicht interessant, solange wir politisch getrieben sind. Es darf jetzt nur keine negativen Impulse mehr geben. Wie gesagt, wir stehen an der Klippe. Es kann mittelfristig dieses Bild entscheiden, bis in den Spätsommer, wo wir jetzt abbiegen wollen. Negativer Impuls würde heißen, wir könnten durchrutschen und das darf eben nicht passieren. Ja, wir gehen jetzt mal weiter und weiter habe ich hier noch, hier habe ich glaube ich kein Bild mehr, weil wir haben auch keine großen Impulsgeber. Das Konsumklima, wir haben jetzt heute noch 11 Uhr Verbraucherpreise, endgültige Fassung aus der Eurozone. Normalerweise passiert da nichts mehr. Gibt es nochmal eine Überraschung? Trotz der vorläufigen Daten auf der Oberseite könnte es natürlich negativ aufgefasst werden.
Aber letztendlich, wir sind leider politisch geprägt und das bleiben wir vorerst auch. Da gilt es letztendlich vorsichtig im Markt zu agieren. Wir gehen jetzt mal hinein in die Indizes, wieder sehr hoch. Hatten wir gestern auch, sehen wir immer wieder, hohe Starts, hohe Future-Schwäche in den Schluss. Obwohl wir gestern die Schlüsselunterstützung getestet haben in den US-Märkten, gab es keine schönen Hammerkerzen, also Umkehrkerzenstabilität. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Heute auch wieder der hohe Start. Und hält das? Normalerweise ist das wirklich schon ein bisschen was, was man aus dem Bärenmarkt kennt. Hoch reinkommen, komplett abverkaufen. Das momentan ist dieses Muster durchaus zu erkennen, was das heute wieder so folgt. Wir haben den festen Start, kann gut in sich zusammenfallen. Hinein in den DAX. Und da sind wir im DAX-Wochenchart mit jeder Kerze eine, also jede Kerze eine Woche. Wir hatten die große Seitwärtsrange oder haben wir sie immer noch? Fragezeichen. Das geht jetzt hier, Signale zu festigen auf Wochenschlussbasis. Montag wäre der Monatswechsel. Da werden charttechnische Signale gefestigt. Die Bullen müssen jetzt kommen. Die müssen zurück in diese 10-11-monatige Seitwärtsrange. 14.8, 16.000. Unterhalb haben wir hier eine signifikante Eintrübung. Wir haben ein großes Doppelboden, Doppeltop, wir haben eine SKS untergeordnet, wir haben die große Seitwärtsrange. Die öffnet letztendlich, allein diese Formationen öffnen die Tür Richtung 13,8, 13,6. Ne? Das sind so charttechnische Ziele, sofern wir nicht mehr über die 14,8 kommen. Ihr könnt aber auch sehen, wir haben jetzt hier, sind kurz runtergefallen, danach gibt es wirklich den schnellen Dusch. Habe ich ja immer gesagt, wenn wir da durchbrechen, geht es mal ganz schnell runter. 14,4 erste wichtige Zwischenzone und dann mal sehen, ob direkt die zweite Welle kommt. 14 sind wir direkt angekommen, diesen Bereich. Gar nicht lange aufgehalten, hochgezogen. Jetzt die Frage: Rebound zu 14,8 und der Fall zurück. Oder können wir uns wieder hinein stabilisieren auf Wochenschlussbasis? Denn wenn wir jetzt so eine lange, wenn wir jetzt deutlich reinfallen, Richtung 15.000 auf Wochenschlussbasis, dann wäre das doch eine starke Wochenkerze. Ne? Lange, lange Lunte hinten und doch wieder reingelaufen in den Wochenschluss. Das ist, darum geht es jetzt. Ne? Deswegen, das kann doch ein Fehlausbruch sein. Signal muss gefestigt werden auf Wochenschlussbasis. Kerze hochkaufen, am besten eine Hammerkerze stehen lassen, also eine bullische Umkehrkerze. Und da hätten wir hier bloß einen Fehlausbruch. Diese Chance steht noch. Wir haben auch den Verfallstermin, den hatte ich euch gezeigt, immer wieder den großen Verfallstermin Mitte, Ende März ist ja noch Zeit, aber die Positionierung unterhalb der 15.000 sind so signifikant klar. Die Stillhalter möchten keinen Rutsch unter die 15.000 aus der Seite Range heraus. Passiert ist, verfestigen wir uns, dann werden die mitgehen und werden letztendlich diesen neuen Trend nach unten 14.000 bis 13.600 werden diesen dann mitgehen. Es geht richtig um was auf Wochenschlussbasis. Bleiben wir oberhalb der 14.8, hätten wir eben die 15.000 und im Weiterverlauf könnte 15.2 angelaufen werden. Momentan stehen wir an der 14.8, aber das ist alles noch mögliche Chance einer Rebound-Bewegung, die dann eben wieder direkt abverkauft wird. Erinnerung, Muster hoch reinkommt, ein schwacher Schluss. Unterhalb der 14,8, das sind die Zonen 14,6 zu nennen und wie eben schon gesagt 14.400, 440, die haben wir abgearbeitet. Rutschen wir dort durch, sind wir ganz schnell an der 14.000. 14.100 haben wir SM100, aber auch die 14.000 Verbindungslinie der letzten Allzeithochs. Wären wir ganz schnell dort. Also unterhalb der 14.4 kann es nochmal schnell den nächsten Wisch geben. Gegebenenfalls auch mal 400 Punkte direkt. Aber das muss nicht alles innerhalb einer Kerze passieren, innerhalb einer Woche. Das sind so Zwischenschritte. Mit der 14.4 ist ein wichtiger Zwischenschritt. Die Frage, holen wir jetzt die 14.8 zurück oder nicht? Bleiben wir drin? Ist das unser neuer Cluster, dort durchbrechen, geht der Cluster so 14.000 auf und darunter sogar 13.8, 13.6. Aber wie gesagt, das ist nicht alles für eine Woche etwas. Die Bullen müssen hier zurück, 14.8 im Fokus, Wochenschlussbasis. Wir zoomen mal kurz hinein in den Tageschart, das zeige ich immer die Cluster auf und wir sehen ja sehr gut, dass wir in den bullischen Bereich heute hineingestartet sind. Wir hatten hier mit der 47 den ersten guten, mittlerweile ist es guter Support. Dort war die Spanne offen zu 14.850, 855 und ihr könnt es gut ersehen, dass wir diesen Cluster bereits sehr gut abgearbeitet haben durch den hohen Start und hier wird es schon wieder schwierig. Wie gesagt, es ist ja die Ausbruchzone 14.8. Können wir das halten, ja oder nein? Oder ist es wieder dieses Muster hoch reinkommen, schön abverkaufen? Diese Gefahr besteht durchaus. Wir müssen über die 850, dann gibt es
aufhören, lebt die Chance, okay, vielleicht ist ja ein bisschen Fehlausbruch, dann geht es weiter Richtung 15.000, oberhalb der 15.000, so 15.060 und 15.145. Schwieriger Weg, aber mal sehen. Wir haben jetzt die 47 als ersten Support, wäre gut, wenn wir den halten. Halten wir den nicht, ist auf der Oberseite heute schon wieder vermutlich schon der Deckel gesetzt und wir gehen weiter Richtung 96 und im weiteren Schritt zur 14.600 für die nächstgrößere Zone, die wir dann hätten. Unterhalb der 14.6 weiter zur 14.445, wie eben schon gesagt, und darunter Türöffner zum Jahrestief 3,55 und im weiteren Verlauf sei dann die 2,80 zu nennen. Steht heute nicht wirklich zur Debatte, es sei denn die politischen Börsen. Ja, die kommt wieder die passende Schlagzeile hinein, aber normalerweise hätten wir ein bisschen Zeit, mal jetzt nicht nur hier komplett Abrisskarten sind schon sehr selten, dafür braucht es die entsprechenden Signale. Normalerweise könnten wir jetzt auch mal ein bisschen ein paar Tageskerzenschlüssen 14,4 und 14,8 ausbilden. Also das sind die Cluster, die wir haben. Der Chartbit habe ich letztendlich auf tradingportal.net und update ich natürlich regelmäßig. Erste Cluster durchlaufen, leben in der bullischen Spanne, also die 14,85 muss genommen werden. Auf der Unterseite muss die 47 gehalten werden, ansonsten geht es schnell weiter Richtung 14,6. Wir gehen hinein in den US-Markt, von denen haben wir ja nun schon gesprochen, dass dort, könnt ihr das richtig sehen, ja, könnt ihr schon richtig sehen, dass man dort an der Klippe steht. Ja, und es gilt hier ein bisschen was zu verteidigen. Normalerweise braucht es ja Gegenwehr. Das ist ein großer Doppelboden am Jahrestief, den wir jetzt ausbilden können. Und so eine richtig schöne Hammerkerze haben wir nicht ausgebildet. Ne? Da sind wir runtergelaufen, jetzt Richtung Jahrestief, hat man ja immer thematisiert, ne? Dass wir hochgelaufen sind. 61,8 dreht man hier im S&P 500. Da ist die Luft dünn, das ist Konsolidierungsziel. Von dort muss man davon ausgehen, dass man nochmal die Jahrestiefs testen. Selbst im bullischen Fall, V-Erholung gibt es nicht mehr, sondern dann im Doppelboden ISKS-Formation, dass man Formationen anstreben müssen. Diesen Bewegungen sind wir, haben wir jetzt gesehen. Und ich habe euch von Anfang an gesagt, wir haben den Februar dafür Zeit, für diese Bewegung. Der Februar ist in der finalen Phase und die finale Phase ist ja auch gut zu erkennen. Wir haben die Erholung gesehen im Februar, wir haben den Rücklauf zum Jahrestief gesehen im Februar und wir haben gesehen, dass eben diese rechte Schulter dieser übergeordneten Umkehrformation, SKS-Umkehrformation, damit fertig ausgebildet ist. Komponente Zeit passt sehr gut. Jetzt steht das Finale an. Und Finale heißt, können die Bullen jetzt verteidigen, zumindest hier den großen Doppelboden andeuten. Darauf hoffen ja nun die Bullen, ne? Doppelboden und dann auf zum Allzeithoch. Das ist ja absolut möglich auf diesem Niveau. Wenn wir hier einen Doppelboden holen, die SKS auslaufen lassen, Allzeithoch, alles wieder gut. Umfeld, ich meine gar nicht nur die politischen Börsen, die sind natürlich auch schwierig, unberechenbar. Ich meine aber die Geldpolitik, die jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber die eben trotzdem einen großen Umschwung erfährt. Dieses Umfeld bleibt schwierig, sodass ich eben nicht davon ausgehe, dass wir jetzt das Allzeithoch attackieren können. Die Bullen müssen meiner Meinung nach hoffen und darauf setzen, dass man diese große Umkehrformation, die ein übergeordnetes Top bilden kann, das uns begleiten wird bis tief in den Sommer hinein, dass sie dieses Top zerstören, das ist dieses Auslaufen lassen in Form von hier laufen wir weiter, wir machen die rechte Schulter kaputt und damit die SKS-Formation. Nur darum geht es jetzt. Da haben wir jetzt, in dieser Zone stehen wir letztendlich. Wir haben jetzt die Reaktion am Jahrestief. Hier braucht es Gegenwehr und wenn es nur dafür ist, hier nochmal, was weiß ich, ein großes Dreieck auszubilden und es hier seitlich noch etwas aufzuhalten, wir hätten oberhalb des Jahrestiefs, könnt ihr ja sehen, 4.360, eine erste Support-Widerstandszone. Darüber werden die 200-Tage-Linien wieder fällig. 4.440, 4.460, erst darüber etwas Aufhellung. Man könnte dann hoffen, dass der Doppelboden aufgegriffen wird. Alles unterhalb fragil. Fragil und mir gefällt auch diese Reaktion am Jahrestief nicht. Normalerweise unten ankommt, das ist doch eine Doppelbodenchance. Jetzt zeigen wir, was wir können. Hochziehen. Bullische Hammerkerze stehen lassen. Aber was lassen wir stehen? Schluss, ziemlich nah am Tagestief sogar. Also die Reaktionen sind nicht gut und auch dieses Muster hoch reinkommen und dann nicht halten in den Schluss. Also Muster, das kennt man nur aus großen Korrekturen. Hier ist Vorsicht angebracht, allgemein auch wegen politischen Börsen. Sie sind natürlich getrieben, ist jeder. Da muss man alles etwas mit Vorsicht betrachten, weil es letztendlich politisch getrieben ist. Aber auch das Umfeld ist meiner Meinung nach nicht
Gut, wo wir nicht durchfallen sollten, ist natürlich das Jahres, die 4220 und aber eben hier noch vor allem die 4170. Da sind wir in den über, habe ich das übergeordnete Bild, habe ich ja mal gezeigt, sind wir wieder in dem großen Hosse-Aufwärtstrend-Kanal drin und der bietet eben die Chance, dass man auf der Unterseite durchaus viel Luft hat und vor allem hätte man da die große Umkehrformation aktiv, die ja auch viele Punkte umfasst und wenn die aktiv ist, ja meine Güte, dann haben wir hier ganz schnell mal Kurse um 3800, 3700, allein aus rechnerischer Sicht der Formation. Also hier gilt es, Gegenwert zu zeigen. 4220, 4170, nicht tiefer. Falls doch, droht eine übergeordnete Top-Formation beim US-Markt. Oberhalb hoffen auf den Doppelboden. Gegenreaktion sicherlich möglich. Die Frage ist nur, ob es wirklich für einen Doppelboden reicht oder ob es. Die Bullen müssen meiner Meinung nach nur darauf hoffen, vielleicht um die 200-Tage-Linie ein bisschen sich stabilisieren, hier 4410, 4450. Aber ob der aufgegriffen wird, habe ich ganz, ganz große Zweifel. Man muss auf den Seitwärtstrend hoffen, um sich zu stabilisieren und dann mal sehen, ob es einen positiven Impuls geben kann. Das zoom mal etwas heran, diese rechte Schulter, um zu sehen, was heute denn möglich ist. Schwierig, sicherlich, weil wir politisch getrieben sind, aber trotzdem versuchen wir auch hier die Cluster an für den heutigen Tag zu suchen. 4305 wäre meiner Meinung nach der erste Support oder relevante Marke. Mal gucken, wo wir reinkommen. Oberhalb der Cluster aktiv 4330 zu 4355. Dort sind wir schon ziemlich weit gewesen im Future. Das wäre der erste Cluster. Stabilität wagen mit dem möglichen Doppelboden. Darüber die Aufhellung 4390 zum EMA 200 bei 4410. Ja, das wäre schon eine harte Nummer für heute. Darüber weitere Aufhellung. Mittleres Bollinger-Band, SMA 200 Pivotpunkt. Retracement bei 4450 knapp. Nächstgrößere Zone. Heute wahrscheinlich nicht relevant. Unterhalb der 4305 hingegen steht das Jahrestief weiter. Unter Druck 4285 zu 4270. Der erste bärische Cluster. Den voll anlaufen spricht er dafür, dass man nochmal richtig tiefer laufen müssen. Richtung Jahrestief 4250 zu 4220, 230. Laufen doch auch Monatspivotpunkte, verlaufen größere Zonen in diesem Bereich direkt am Jahrestief. Würden wir dann testen. Hier muss es Gegenwehr geben, hier muss es Hammerkerzen geben. Ansonsten droht die Eintrübung, dann ist fast schon Alarmstimmung. Darunter, wie schon gesagt, 4170, letzter Halt. Fallen wir dort durch, haben wir die große SKS-Formation aktiv und das charttechnische Bild ist dann mittelfristig eingetrübt. Vor allem, wir haben nicht nur Wochenabschluss, wir haben in einer Woche ist schon der neue Monat, läuft ja schon. Ne? Wir haben Monatswechsel, wo wir haben charttechnische Signale, werden dann auch mal gefestigt. Also hier geht es richtig um etwas. Das sind die möglichen Cluster für heute. Chartbild auch auf tradingportal.net, zumindest im Premium-Bereich einzusehen. In den Dow Jones gehen wir hinein, der ja noch im Broadening-Top. Auch hier haben wir gesagt, wir brauchen nochmal den Weg hier oben am 61.8. Dresden runter zum Jahrestief. Und wenn es eben nur für den bullischen Fall ist, haben wir immer wieder gesehen, möglichen Doppelboden aufgreifen, Stabilität wieder hochlaufen. Dort sind wir angekommen. Ne? Haben das Jahrestief fast getestet. Hier braucht es nun Gegenwehr. Im Ideal oberhalb der 34.050 wird es etwas Aufhellung geben. Abwärtsdruck herausnehmen. Könnte man wieder den Cluster hier zum 38.2 Retracement zum EMA 200 als Kombi-Widerstand zur 34.600 ausbilden. Darüber weitere Aufhellung 35.050. Heute sicherlich nicht relevant. Es wäre wichtig, dass wir die 34.000 wiederholen können. Das wäre schon ein bisschen Stabilitätsversuch. Da könnte man sagen, okay, vielleicht probieren wir mal den Doppelboden. Vielleicht wird es aber auch bloß eben ein Dreieck, wo man aber schon wieder Probleme kriegt hier an den 200-Tage-Linien. Alles unterhalb der 34.000, ja, bleiben wir vermutlich unter Druck Richtung Jahrestief. Wo wir nicht durchfallen sollten, wäre natürlich das Broadening-Top hier 150, 33.000. Auch da, dann droht hier eine Top-Formation. Wenn wir die 33.000 wegbrechen, dann kann es mal schnell weitere 1.000 Punkte nach unten gehen. Momentan aber runter. Wir sehen letztendlich die Bewegung, die wir erwartet haben im Februar. Die Konsolidierung hoch 61.8, da dreht man dann wieder der Rücklauf zum Jahrestief. Jetzt die große Frage auf Stabilität. Also Gegenwehr ist hier eigentlich wahrscheinlich. Ne? Mal abseits von jetzt irgendwelchen politischen Schlagzeilen. Bleiben die aus, ist hier eigentlich am Jahrestief Gegenwehr wahrscheinlich. Muss jetzt nicht das Doppelboden sein, aber dass wir entweder mal vielleicht zu den 200-Tage-Linien hochlaufen, diese Chance wäre gegeben. Wir zoomen auch hier heran in diese Bewegung hinein. Erster Rutsch
Weg zum Jahrestief. Aber auch hier zu sehen, ne? Hier war schon deutlich besserer Gegenwehr. Das war doch mal eine gute Tageskerze am Jahrestief. Die hier, da fehlt ein bisschen die Freude, ne? Obwohl das die Chance ist für den Doppelboden, ne? Es ist noch nicht sehr stabil. Wir haben die 33.685, meiner Meinung nach, heute erste relevante Zone. Oberhalb hätten wir den bullischen Cluster, der aktiv ist, den wir im Future auch schon weit durchlaufen haben, aber auch die gestrigen Future sehr hoch gewesen, ne? Hätten wir die 33.980 zur 34.050. Das wäre unser erster Cluster, den wir hätten. Wie eben schon im größeren Bild gezeigt, da wieder ein bisschen Aufhellung Richtung 200-Tage-Linie möglich. Der nächste Cluster, der dann aktiv wäre, wäre die 34.300 zu 365. Darüber sei die 34.600 mit den EMA 200 und dem Retracement zu nennen. Für heute natürlich zu viel, aber Stabilität oberhalb der 34 öffnet letztendlich diese Tür. Unterhalb der 33.685 hätten wir die 33.300 im Blick als erster bärischer Cluster, ziemlich nah am Jahrestief. Brechen wir dort durch, ist das Jahrestief eben im Blickpunkt um 150 dort durchfallen und es geht über die 33.000 zu 32.800 weiter. Direkt darunter hätten wir knapp oberhalb des 32.600 die nächsten Zonen, wo auch noch ein Gap aus dem letzten Jahr wartet. Aber unterhalb der 33.000, auch hier Warnsignalalarm. Signale gehen an. Wir gehen hinein in den Nasdaq, ist ja der Underperformer, minus 15% in diesem Jahr, also ordentlich, aber selbst hier ist übergeordnet, zeige ich, ist noch nicht so viel passiert, ne? Ist noch nicht sonderlich viel passiert im übergeordneten Bild. Da steht momentan nur die Frage, komplettieren wir den Gipfel, komplettieren wir mit dieser SKS-Umkehrformation eine Top-Bildung? Und dann sind wir erst fertig am Top, dann geht es den Weg nach unten. Dort stehen wir, also die minus 15% sind noch nicht so ein charttechnisches Signal, dass sich das Bild ist ja signifikant eingetrübt hat. Diese Frage haben wir jetzt. Ne? Wir haben diesen Rücksetzer, wir haben die rechte Schulter, die wir erwartet haben im Februar, haben jetzt ziemlich in unserer Erwartungshaltung ausgebildet. Und dieses Finale beginnt jetzt auch hier. Test gestern hat der Nasdaq das Jahrestief nahezu punktgenau getestet. Und hier war das erste Test deutlich hochgezogen. Gute Reaktion. Gestern der zweite Test, Doppelbodenchance, da muss doch was kommen. Was sehen wir? Eine richtig schwache Tageskerze. Also, oh, okay, Jahrestief hat gehalten. Aber oh, das ist ein fragiles Muster. Das gefällt mir nicht. Ne? Gefällt mir nicht. Was mir auch nicht gefällt, diese SKS-Formation ist mustergültig. Ne? Man hat ja schon Probleme am 50er-Retracement, 200-Tage-Linie, tiefer gestellte rechte Schulter, also tiefer als die linke Schulter, kleiner ausgeprägt. Also das ist eigentlich ein Zeichen, da ist bärischer Druck vorhanden. Die Bullen müssen hier, um Gottes Willen, diese rechte Schulter zerstören. Sie müssen hier einen Seitwärtstrend ausbilden, müssen das Jahrestief jetzt aufkaufen. Oberhalb wäre die Spanne 14.350 drin. Da wären wir wieder Richtung mittleres Bonding. Und man, ihr seht das hier grau und immer wieder hochgelaufen, abgeprallt. Diese Spanne könnte man wieder ausbilden als technische Gegenbewegung mit Chance. Wir haben Doppelboden, laufen mal hoch. Aber es kann dann sein, dass man hier komplett wieder abprallt und dann den nächsten Tiefpunkt unterhalb des Jahrestiefs sucht. Sofern man denn das Jahrestief jetzt verteidigen kann. Runterfallen darf man eben nicht. Wenn man runterfallen, gerade der Bereich ja 13.300, das übergeordnete Bild, habe ich ja euch gezeigt, ist der große Hosse-Trend, in dem man dann wieder drinne wäre, dann trübt sich die Sache signifikant ein, geht deutlich tiefer wird es gehen und wir hätten bis in den Spätsommer sicherlich bärische Signale, auch hier die Formation, die wir haben, ne, die ist ja doch sehr, sehr stark, mehrere tausend Punkte umfasst, allein die rechnerischen Ziele, da stehen wir schnell mal in den 11.000er Bereich, dies gilt es dringend zu verteidigen, also wir stehen an der Klippe. Wir haben die Top-Bildung noch nicht vollendet. Sie ist nicht aktiv. Das Muster sieht sehr schön aus. Eine schöne SKS, aber das bringt alles nicht, wenn es nicht aktiv ist. Die Bullen können sie noch zerstören. Dann darf nicht durch die 13.215. Also das ist natürlich Stop-Loss-Hunting in diesem Bereich möglich. Aber wenn wir nachhaltig durchfallen, wir haben bald den Monatsschluss. Ich wiederhole mich. Signale werden gefestigt. Es ist eine gefährliche Phase in diesen Tagen. Brechen wir durch auf Wochenschluss, Monatsschluss, dann ist das Signal nahezu ja, sehr, sehr klar gesetzt für die nächsten Wochen und Monate. Gegenwehr her, können wir noch aus dem mittleren Bonninger Band 3,50.
Darüber würde man die Aufhellung haben in Richtung 200 Tage gehen. Dann kommt die Hoffnung auch, vielleicht wird es ja wirklich ein Doppelboden, also dieser mit dem Jahrestief. Alles unterhalb fragil, äußerst fragil. Auch hier nochmal herangezoomt in diesen ja, Bewegungen rund aus dem Jahrestief, gut aufgekauft. Gestern die Bewegung nicht gut aufgekauft. Kann sein, dass man nochmal tiefer wischen müssen. 13.900, meiner Meinung nach, der erste relevante Bereich. Heute stehen wir auch höher, die Future. Wie gesagt, sind nur die Future. Da hätte man oberhalb den Cluster so 14.080 aktiv, wäre der erste bullische Cluster innerhalb der Vortageskerze. Das ist wirklich noch nicht sonderlich viel, muss deutlich mehr kommen. Oberhalb der 14.080 geht es über die 190 zur 14.280 weiter. Darüber, da wäre eben die Bewegung zum mittleren Bollinger Band wieder möglich, Richtung 14.465. Erst darüber wirklich etwas Aufhellung, Herausnahme vom Abwärtsdruck. Unterhalb der 13.900 hingegen erster Cluster zur 13.730, 720 Jahrestief verlaufen mehrere Marken in diesem Bereich. Fallen wir dort durch, dann ruft die Bewegung hier Richtung 13.600, 13.550. Darunter wird es ernst, 13.460 und dann eben hier Bereich 13.300, 250, hier auch noch eine Gap-Zone aus dem letzten Jahr, aber eben, da geht es rein wieder in den Hossa-Aufwärtstrendkanal, da wird es ernst, dann haben wir die SKS-Formation aktiv um viel, viel Luft, insbesondere, wenn wir es bestätigen, auf Wochen- und Monatsschlussbasis haben wir viel Luft, noch ist es nicht so weit, aber die Umkehrformationen sind fertig. Sie sind fertig ausgebildet. Sie sollten im Februar fertig ausgebildet werden. Sie haben sich mustergültig fertig ausgebildet mit der Konsum, mit dem Weg zum Jahrestief. Jetzt hat die Entscheidung. Wir stehen in der Tat an der Klippe. Machen wir den Schritt rüber? Ja oder nein? Es muss, die Entscheidung muss gar nicht heute fallen. Nein, sie muss meiner Meinung nach bis zum Monatswechsel. Monatswechsel wäre Montag, Dienstag nächster Woche. Dort bietet es sich an, dass man die charttechnischen Signale direkt festigen möchte. Entweder halten, versuchen jetzt die Umkehrformation auslaufen zu lassen oder wir rutschen auf Monatsschluss durch. Was ein bisschen für halten spricht, ja auch politische Börsen haben kurze Beine, sagt man ja zu gerne, aber die politische Unsicherheit ist trotzdem vorhanden. Und in der Verfallstermin, die Stillhalter, die wollen gar nicht tiefer, aber kann man sich manchmal nicht aussuchen, wenn die Signale kommen. Das soll es gewesen sein mit dem Market Briefing. Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, wie gesagt, diesen Kanal abonnieren, Like da lassen und ein Kommentar und ihr seid automatisch dabei. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in diesen Handelstag und gerne bis später auf tradingportal.net, da verpasst ihr keine Informationen. Macht's gut und ciao.